Mein Sternzeichen ist Waage. Man sagt über uns aus, dass wir einen Sinn für Gerechtigkeit, für Harmonie und für Gemeinsamkeit haben. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich diese Werte vertrete und immer wieder aufzeige, was auf dieser Welt ungerecht ist und ihnen den Spiegel vorhalte. Und ich glaube, ihr gebt mir recht, wenn ich sage, dass diese Werte immer weniger gelebt werden und dass wir gerade eine sehr ungerechte Welt haben, oder? Das Schlimme ist, dass wir in einer Zeit leben, in der diese Menschen, die die Ungerechtigkeit präsentieren, zensiert und gelöscht werden und diejenigen, die dieses Unheil in irgendeiner Form verantwortlichen, diejenigen werden noch als die Guten abgestempelt. Wir leben in einer Welt, wenn du groß genug bist, dass du unantastbar bist. Ich sage nur der aktuelle Skandal rund um diesen Namen da oben. Eigentlich ist es ein Skandal an sich, was da abging und weiterhin abgeht und welche Namen uns da präsentiert werden. Aber wisst ihr, was der noch viel größere Skandal ist? Dass nichts passiert. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich solche Namen nicht mehr ausspreche und eben solche Methoden anwende in meinen Videos. Tja, weil die KI mittlerweile so gut ist und solche Namen rausfiltert und mich dann im Worst Case löscht oder eben zensiert. Ihr glaubt das nicht? Tja, das ist gang und gäbe. Und das ist ja nicht nur bei diesem Skandal so, das war ja auch bei Themen wie dem da oder dem da oder dem da. Versteht ihr, was ich meine? Sie wollen euch nur die eine Wahrheit präsentieren und jegliche Kritik im Keim ersticken. Mit Sie meine ich die Personen, die so viel Dreck am Stecken haben, aber trotzdem in verantwortlicher Position sind, und für die gilt dann das Motto, alle sind gleich, aber manche sind eben gleicher. Wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, also die Normalos unter uns, wenig bis gar nichts. Wir können allenfalls die Puzzleteile zusammenfügen, aber das, was ich weiß, ist eigentlich schon krass genug und sagt mir, dass diese Welt mehr als ungerecht ist. Und wir müssen endlich mal einstehen für eine bessere Welt und den Mund aufmachen. Wir dürfen das nicht mehr akzeptieren, wie ungerecht diese Welt ist. Und wir kriegen ja immer nur die Kleinigkeiten präsentiert. Ich bin mir ziemlich sicher, der Sumpf ist so groß. Wenn wir alles wissen würden, was auf der Welt abgeht, oh mein Gott, wir würden den Glauben an die Menschheit verlieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten das eh schon getan haben, oder? Es ist 2024, Leute. Es wird Zeit, ihre Propaganda zu durchschauen und einfach festzustellen, dass die Guten wahrscheinlich eher die Bösen sind und die Bösen, die uns gerade präsentiert werden, wahrscheinlich eher die Guten sind. Nicht immer, aber schon immer öfter. Deswegen denkt einfach mal drüber nach und ansonsten kommt hier vorbei für alternative News. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Haut rein!